Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Eurotrack Simulator 2. Wir sind auf der Promo 262 und werden mit den New Actros 2019 eine Tour mit DRL-Lackierung in Frankreich machen. Und ja, wir sind gerade an der Fähre und er rudert hier schon wie verrückt. Mann, Bengel, fahr endlich hier runter. Wir wollen die Fähre wieder beladen. Ja, ich höre nicht drauf, aber egal. Wir fahren jetzt einfach mal los. Ganz entspannt und Edeltraut ist am Start. Was habe ich denn hier? Hier habe ich irgendwas drin, was nicht so korrekt ist. Ah, gucken wir einfach nicht hin. Gut, alles klar. Lass uns einfach mal eine Runde drehen. Wie gesagt, das ist eine Update-Version, sage ich einfach mal, zu den 2019er New Actros von der Crew. Da hatte ich ja schon mal eine Frage gestellt. Ihr seht ja, hundertprozentig geht der Truck noch nicht, aber der allerechte Dotik ist ja dabei, ein richtig schönes Fahrzeug noch für uns zu konstruieren, vielleicht sogar im Steam Workshop, hat er gesagt. Gut, dann lass uns einfach mal fahren, hoffentlich ohne irgendwelche Abstürze, weil ich wollte mit diesem LKW eine Tour machen, den einen Tag, aber, ups, einen falschen Blick erinnern, irgendwie hat das Spiel dann immer gesagt, no way. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal. Heute nicht ganz so lang. Wir fahren mal ein bisschen vorsichtig hier durch die engen Gassen in Frankreich. Ach, herrlich. Huch, das war aber wirklich sehr, sehr eng. Und hier steht schon mal die Volkspolizei bereit. Die, wenn irgendwas ist, immer für euch da. Ja, der Freund und Helfer. Hier in Frankreich. Ja, gut, auch in Deutschland. Immer höflich und nett, die machen auch nur ihren Job. Gut, alles klar. Lass uns erstmal hier schön durch Frankreich fahren. Na toll, das läuft ja wieder wie ein Länderspiel. Ja, momentan muss ich sagen, ist wieder ein bisschen Zeitverzug im Abfahrtsplan. Und da muss ich wirklich meine wenige Zeit, die ich habe, so effektiv wie möglich nutzen. Nächster Livestream, dieses Video wird hier am Donnerstag kommen, denke ich, ja, wird dann wohl am Sonntag sein. Die sogenannte Sonntagstour. Dieses Wochenende kein Livestream, am Wochenende. Ich hoffe, verzeiht mir. Aber da ist jetzt privat, das geht dann wieder ein bisschen vor. Ja, meine Kleine, da will ich so viel wie möglich Zeit verbringen. Ich glaube, das versteht ihr. Wir haben ja schon sehr, sehr viel Livestreams jetzt die letzte Zeit wieder gemacht und auch mit dem Bausimulator, der ja bei euch wirklich gut ankommt. Es wird in naher Zukunft dann wahrscheinlich auch so sein, dass wir da wieder viel mehr im Livestream sehen. Irgendwann auch die Umfragen, was wollt ihr sehen, Bausimulator. Aber solange, wie wir selbst als Team richtig viel Bock haben, wird es den Bausimulator auch am Mittwoch erstmal geben. Kann auch sein, dass wir das mal auch an einem anderen Tag noch machen, wo wir richtig Lust haben. Gucken wir einfach mal. Da sind wir einfach mal ein bisschen flexibel und spontan. Wenn uns das Spiel dann irgendwann mal aus den Halse raushängt, dann bringen wir natürlich wieder Alternativen. Ne? Aber jetzt ist es ja noch frisch und da wollen wir noch mit dem Game noch Spaß haben. Mit den Videos, ich denke mal am Wochenende wird dann vielleicht am Freitag und am oder Samstag und Sonntag. Ja, irgendwie so. Vielleicht werde ich da ein, zwei Videos auch fürs Wochenende vorbereiten, dass ihr da nochmal Bausimulator seht. Aber langfristig denke ich, dass der Bausimulator dann eher so in die Rubrik Livestream reinkommt und wir uns hier mit dem Eurotruck Simulator mit dem Videoformat weiter beschaffen. Ja, ausprobieren. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht habe ich noch eine Alternative, was ich schon lange angesprochen habe und immer noch nicht gemacht habe, weil ich keine Zeit hatte. Naja, ihr kennt das. Man nimmt sich denn was vor. Zum Beispiel wollte ich seit langer Zeit wieder Microsoft Flight Simulator einfach mal mit dem Tornado Abfangrotte fliegen. Also mit mir selber alleine abfangen. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich weiß auch nicht. Immer ist irgendwas. Aber man muss auch jetzt erstmal schauen. Ich glaube, der Bausimulator ist in den richtigen Moment gekommen, weil es wird
vielleicht gar nicht mehr so weit sein. Also ich nehme das hier am 27.09. auf. Um 22.48 Uhr. Nachtschicht. Nehme ich dieses Video auf. Und da wird es bestimmt nicht mehr allzu lange dauern, bis wir die 1,46 bekommen. Mal schauen, ob wir diese Woche, oder vielleicht haben wir sie ja schon bekommen. Ja, ja, vielleicht. Wir wissen es nicht. Oh, ist es nicht schön, jetzt hier lang zu kursen an diesem gelben, ja, ups, Sträuchern, ups. Aber es ist irgendwie, manchmal finde ich es auch immer traurig. Ich würde gerne immer so mal ein paar Alternativen zum Eurotax-Simulator euch geben. Aber irgendwie ist das immer noch euer Spiel. Hier auf dem Kanal. Ich kann mich da nicht so richtig lösen, ne? Obwohl ich so manchmal so eine kleine Tendenz dann sehe. Jetzt nicht mal abgesehen von den Livestreams hier, Simulations-Livestreams. Die sind eigentlich wirklich ganz gut besucht. Aber wenn ich so überlege. Oh, müssen wir hier durch? Oh Gott. Wenn ich jetzt mal so überlege, wo ich damals noch Assassin's Creed, den Assassinen gespielt habe, hier auf dem Kanal, da war manchmal so 20, vielleicht mal maximal 30. Jetzt haben wir wirklich bei so, ob es jetzt an den Spielen liegt, aber jetzt zum Beispiel, wer ist nochmal Spider-Man? Oder der andere Typ hier von, nicht The Witcher, ich will immer The Witcher sagen, Cyberpunk, da sind wir wirklich manchmal so 50, sogar manchmal 60 Leute. Und das finde ich immer so richtig faszinierend, dass so eine Alternativ-Games von euch auch zum Teil angenommen werden. Ja? Ich habe da keine hohen Erwartungen. Also ich glaube nicht, dass ich, sagen wir mal, in den nächsten 2 oder 3 Jahren irgendwann mal auch solche Spiele, naja, mit 100 Leuten bezaubern kann. Ich glaube nicht. Ja. Dafür mache ich das immer zu unregelmäßig und ihr seid eher auf Simulation-Content geeicht. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt hier die Route mal ein bisschen umgelegt. Wie gesagt, ich bin ja hier auf der Promos unterwegs. Und dass ich hier mal einen kleinen Abschnitt, ich zeige euch den, oder? Ach, den sind wir schon gefahren. Ja, den sind wir schon gefahren. Siehst du, gucke an. So am Reden vertieft, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Naja, so ist es. Was willst du machen? Da hilft kein Sabbeln und kein Schnaufen, ne? Aber schön hier. Oh, ich finde es. Ich habe jetzt, ich glaube, am Sonntag das letzte Mal, also jetzt bei 2 Tage her, das letzte Mal hier Eurotruck Simulator bin ich gefahren und das ist einfach nie Quatsch. Ich habe ja dieses eine Video gemacht, oder war ich das heute erst am Sonntag? Ja, am Sonntag habe ich das gemacht. Ich sehe schon manchmal gar nicht durch. Ja, wirklich, es ist schon manchmal. Ah, Aufnahme, Nichtaufnahme. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich mir selber nicht mehr so viel Druck mache und einfach mal so einen Tag für mich, ja, mal 2 hintereinander, bin ich ein bisschen entspannter, sag ich mal so. Ich setze mich selber nicht so unter Druck. Ich müsste jetzt irgendwie ein Video bringen und 2 oder 3 Videos am Tag rausbringen. Nein. Wenn mal oder an Tag, wo ein Livestream ist, da kommt ja oftmals auch kein Video. Weil das ist ja blödsinnig. Zu viel Maximus tut auch nicht gut, ne? Das ist wie eine Überdosierung von Blödsinn labern. Das merke ich, oder das merkt ihr ja selber, wenn wir zu oft miteinander zum Beispiel die Tour in Eurotruck Simulator machen, dass wir doch sehr, sehr oft
ins Bodenlose fallen mit unseren Dialogen. Ja, das ist. Aber ja, was willst du auch jedes Mal erzählen? Ich kann nicht immer, oh, hier ein schöner Baum, oh ja, hier, ich fahre jetzt, ich gebe jetzt Gas, oh, guck mal hier, wie er da blinkt. Das interessiert auch keinen. Ah, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, dann komm, mein Baby. Du musst mal ein bisschen Schubrakete geben. Was haben wir eigentlich drinnen? 480. 18480. Ja, kann man schon mal machen. So, insgesamt haben wir jetzt noch 93 Kilometer. Dann sind wir gleich da. Wieder unterwegs mit Krone, sogar mit einem, ja, kleinen, wie heißt das nochmal? Gabelstapler. Da siehst du. So richtig, in Bewegung kommt er nicht, ne? Aber ich habe nicht mehr dieses gravierende Problem, dass er gar kein Gas annimmt. Manchmal ist es so. Aber im Endeffekt, ja. Aber ich finde es eigentlich auch ganz angenehm, dass der jetzt nicht zu schnell beschleunigt, ne? Ja, 500 Kilometer haben wir schon mit denen. Haben wir mit denen schon unterwegs. Aber hier scheint das Problem, irgendein Mod muss wahrscheinlich Probleme gemacht haben damals. Also okay, wenn das jetzt abstürzt, das Spiel. Na dann. Dann seht ihr den schwarzen Bildschirm und ich sage Feierabend. Die Tour ist dann vorbei. Oh, sieht das nicht hier oben wie cool aus? Freunde. Freunde. Kann das nicht. Also wirklich, warum? Also wirklich, jetzt müsst ihr alle wirklich, für so viel Dummheit könnt ihr gerne ein Däumchen da oben lassen. Ja, wirklich, das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur den hier drücken. Ja? Ey, wirklich, ey, nichts ahnend und dann passiert mir sowas. Aber es kann nur mir passieren irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich will euch den LKW, will euch das zeigen. Wunder mich, warum die alle so entspannt fahren. Na gut, dann fahre ich auch ein bisschen entspannt. Machen wir ein bisschen Außenkamera. Ja, jetzt wissen wir. Warum? Ach nee. Naja, was willst du machen? Wir fahren mal lieber. Wir fahren mal lieber den kaputten LKW. Ins Ziel. Ach, ich würde mal selber über mich lachen. Mann, vielleicht sollte ich lieber anfangen mit Triangel. Ja, da war ich ja damals in der Schule im Leistungskurs. Ja. Hätte das weiter vielleicht, ja, zu meinem Lebensmotto oder Hobby machen sollen, ja. Vielleicht hätte ich ja auch ein paar Leute erreichen können mit Triangel spielen. Aber ich bin echt immer so, manchmal sitzt du denn hier und überlegst nochmal so zurück, wie das alles angefangen hat und wo man jetzt eigentlich steht. Ich bin schon ein bisschen, ich würde mich jetzt nicht, also mit den gegebenen Mitteln, ja, finde ich das schon ganz gut. Das ist was anderes, zum Beispiel, wenn du ein starkes Auto hast und bist ein guter Fahrer, dann ja, gegenüber den anderen das beste Auto, und dann ist die Möglichkeit, dass du Erster wirst, ziemlich ja, gut, du nimmst es dann hin, du wirst dann Erster und dies und das. Aber wenn du ein schlechtes Auto hast und durch Kampf und Ehrgeiz und einfach nur dranbleiben und Durchhaltevermögen hast, was das hier auf jeden Fall bedeutet, sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, oh, Motor 4 Funktion, dann ist das, ist der Sieg, sag mal, doppelt so wertvoll. Ja? Und wo ich jetzt bin, bin ich eigentlich glücklich. Ihr seht, ne? Kaputter Typ, kaputter LKW, mein YouTube-Kanal. Das zeichnet den Maximus aus. Oh je. So. Jetzt sind wir gleich da. Freunde, guckt euch an.
Ach, herrlich. Ah, die Tour ist schon. Schöne Tour hier durch Frankreich. Oh, was sind die da? Oh, die Feuerwehr fährt raus. Danach, dann sage ich nochmal schönen Gruß an alle, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren. Ja, oder THW. Das ehrenamtlich machen die Leute. Hochachtung. Und Däumchen hoch. Hier, guck mal an. Die Freizeit opfern, Lehrgänge machen, Ausbildung und ihren Mann und Frau stehen, wenn es hart auf hart kommt. Nicht jeder kann das, ne? Und immer wieder mal sagen. Das ist mein kleiner Beitrag, den ich hier leisten kann, dass ich das immer wieder mal anspreche. Und vielleicht der eine oder andere dann sagt, ja, dass sich vielleicht auch wertgeschätzt fühlen. Und vielleicht der eine oder andere Junge oder junge Erwachsene sagt, oh ja, eigentlich könnte man sich dafür ja nicht nur virtuell spielen, sondern vielleicht auch mal mitmachen. Diese Kameradschaft, diese Freundschaft, dieses Löschen von körperlichen Bränden. Also, ne? Hey, darum wird es ja nicht gehen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, wir sind jetzt hier am Ziel. Wir machen jetzt schnell entladen, weil es ist jetzt 23 Uhr. Ich muss langsam ins Bett. Oh, haben wir den Renault jetzt? Nee, der ist hier in Frankreich, der ist hier zu Hause. Ach, der lässt mich. Oh, du bist aber auch ein... Ah ja, schon ein Panderchen gewesen. Der hat Mitleid mit dem alten Maximus. Der übernimmt ja mein Zepter. So. Und ohne euch, ohne die CML und die ganzen Vorbereitungen mit Boti und Panderchen, würden wir nicht so eine schöne Livestreams hinkriegen. Und da nochmal auch mal vielen, vielen Dank. Und jetzt mache ich Feierabend. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.